Einmal im Jahr verwandelt sich der Innenhof von Schloss Wernigerode in eine Bühne. Zwischen den jahrhundertealten Gemäuern erklingen ergreifende Arien, virtuoses Violinenspiel und kraftvolle Chöre. Dann wissen auch die Menschen unten in der Stadt, es ist Festspielsaison. Die Idee für die Schlossfestspiele hatte Orchesterchef Christian Fitzner in Italien. Eine Freischützaufführung in Meran inspirierte ihn dazu, eine Oper im malerischen Innenhof des Wernigeröder Schlosses zu inszenieren. Die Premiere, Mozarts Don Giovanni, fand 1996 bei Publikum und Kritikern so großen Anklang, dass das Projekt nicht nur fortgeführt, sondern ausgebaut wurde. Das ist letztlich eine Idee von Christian Fitzner, dem Geschäftsführer vom Philharmonischen Kammerorchester, der gesehen hat, wie also der Innenhof sich so präsentierte und gesagt hat, also das ist eigentlich ein Ort, der ist wie gemacht dafür, hier noch mehr zu machen daraus. Ja, die Idee stammt definitiv von mir, weil ich fand schon beim Vordirigat, das ja hier im Schlosshof stattfand, 1993 fand ich das wunderschön, einfach diesen Innenhof. Und wir haben das aber im nächsten Jahr dann weitergeführt, die Schlosshofserenaden. Parallel dazu hatte ich aber noch Gastauftritte im Schloss Schenna bei Meran in Südtirol. Und dort wurde der Freischütz aufgeführt. Da war mein damaliger Lehrer, der quasi schon ehemaliger Lehrer war, der Leiter dieses Projektes und hat mich als Assistenten dazu berufen. Und wie das dann so ist, in Südtirol sitzt man hinterher zusammen und trinkt noch ein Gläschen Wein in irgendeiner Laube. Und da kam man auf die Idee, Freischütz in Schenna, ginge doch vielleicht auch ein Don Giovanni in Wernigerode im Innenhof, in dem wunderschönen. Die erste Oper war Don Giovanni. Das war natürlich noch ziemlich im Vergleich zu heute. Ich würde nicht sagen, dass wir durchorganisiert sind wie die Staatsoper in Berlin unter den Linden, aber es war im Vergleich zu heute natürlich noch ziemlich improvisiert. Das konnte man am einfachsten daran sehen, worauf die Besucher gesessen haben. Die haben nämlich auf einem Sammelsurium von einfach Bänken gesessen, die damals bei uns auf der Freiterrasse und so rund um das Schloss, sagen wir mal, in einem Kilometer Abstand zu finden waren. Die sind einfach zusammengeklaubt worden und dann in den Innenhof gestellt worden, weil wir gar keine Stühle hatten, um die Besucher da drauf sitzen zu lassen. Und das war dann schon im dritten Jahr anders. Da sind Christian Fitzner und ich betteln gegangen. Es hat uns keiner die Stühle bezahlt, aber wir haben sie dann zum Einkaufspreis bekommen. Damals schon einer der Sponsoren, die überhaupt eine große Rolle spielen für die Schlossfestspiele. Das war der Hagebaumarkt. Dort haben wir sie zum Einkaufspreis bekommen und die Hälfte der Stühle hat die Schloss GmbH und die andere Hälfte das Kammerorchester gekauft. Also da sieht man schon, wie wir uns das auch teilen. Bereits seit dem Jahr 2000 ist die Singakademie mit großem Engagement an den Opernaufführungen der Schlossfestspiele beteiligt. So wirkten die Sänger bei Puccinis Tosca, Lortzings Zar und Zimmermann und Friedrich von Flotus Martha mit. Ich bin Rebecca Toppel und ich bin 14 Jahre alt und ja, ich mache bei den Schlossfestspielen als Magd mit. Ja, ich hatte Lust drauf, außerdem kennen wir hier viele Leute und es war mir gleich sympathisch von Anfang an und deswegen, ja, ich habe gerade Ferien. Ich finde es toll, dass man so viele Leute trifft, dass es einfach sympathisch zwischen den Schauspielern abläuft, dass man auch hinter den Kulissen gucken kann, was so abläuft, dass man auch wirklich mitkriegt, was die Regisseurin so macht, was hier, wie viel Arbeit dahinter aussteckt und so. Das finde ich faszinierend. Ich mache jetzt das dritte Mal mit und ich mache damit, weil es mir sehr viel Spaß macht. Ja, also ich mache das vierte Mal mit und ich sag mal so, also mir macht es Riesenspaß und
von Mal zu Mal mehr eigentlich. Ja, also es ist wirklich toll und es ist jedes Mal ein Erlebnis, nicht Otto? Ja, ich mache es 6. oder 7. Mal mit. Oh, ja. Und ich mache vor allen Dingen mit, weil ich so gern singe und zu Hause immer nicht singen darf, weil da immer die Türen zugeschmissen werden, wenn ich meine Gitarre nehme und singe. Und hier darf ich singen nach Herzenslust. Die ersten Anfänge einer städtischen Singakademie reichen bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Professor Dr. Friedrich Krell hat die Wernigeröder Singakademie dann 1988 wieder zum Leben erweckt. Rund 30 Sänger stellen sich der Herausforderung, das Geschehen auf der Bühne sangeskräftig zu unterstützen. Dabei konnten die Laiensänger auch immer wieder kuriose Rollen übernehmen. Als Pfarrer besoffen auf die Bühne knallen. Ja, das war im letzten Jahr, und zwar der Bierchor. Der Bierchor war im Prinzip die Attraktion des ganzen Stückes, also aus unserer Sicht jetzt. Ja. Für mich war das höchste der Offizier in Zaun Zimmermann. Das war schon fast eine Hauptrolle. Einzigartig ist die Atmosphäre, talentiert die jungen Sänger. Schloss und Musik gehen Hand in Hand. Minutenlanger Applaus und Standing Ovations sind Belohnung und Bestätigung für das Ensemble. Für manchen Sänger sind die Festspiele auch ein Sprungbrett für die großen Opernbühnen. Die Gesangsstudentin Sophia Riviera ist zum ersten Mal dabei. Also ich kenne viele von den Darstellern schon aus anderer Zusammenarbeit und deswegen habe ich die alle sehr gerne. Ich kenne Karin, also es macht immer sehr viel Spaß. Die Atmosphäre hier ist auch sehr schön, dadurch, dass wir hier in einem Schloss sind. Das ist eine super Kulisse und das ist einfach traumhaft. Das ist immer wie so eine Märchenwelt und deswegen macht das immer total viel Spaß. Das Ambiente ist einfach einzigartig und deshalb macht, glaube ich, wirklich den Hauptbestandteil auch dieser Schlossfestspiele aus, dass das Schloss einfach zwar sehr dominanten, aber einfach einen wunderschönen Rahmen gibt. Es gibt ganz viele Wünsche, die müssen einfach ganz sorgfältig abgewogen werden, was für uns realisierbar ist. Von der Menge der Solisten, von der Größe des Orchesters, von dem Aufwand, den der Chor zu gestalten hat. Wobei der Chor das dieses Jahr wirklich hervorragend macht. Ich bin da sehr zufrieden. Diese Kombination aus jungen Studenten aus Hannover und der Wernigeröder Singakademie ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Was ist denn das Besondere hier an den Schlossfestspielen? Freilichtaufführung zu haben in einem kleinen Raum, einen geschlossenen Raum mit natürlicher Akustik, mit einer unglaublich schönen Naturkulisse, wo sich natürlich spezielle Stücke wirklich gut eignen, wie zum Beispiel Martha, ist ideal in so einem Hof von einem Schloss, weil es ja auch in so Adelskreisen spielt, Gesellschaftsschichtungen, und man könnte sich keinen besseren natürlichen Ort vorstellen wie das Schloss hier. Also das ist so, dass heute das natürlich im Innenhof ist, das hat auch akustische Gründe. Der Innenhof hat eine richtig gute Akustik, was ja auch ganz wichtig ist. Es wird ja freigesungen, anders als bei anderen Schlossfestspielen, wo die Musiker, aber auch die Sänger alle ein Mikrofon haben, ist das ja hier komplett live, also eben völlig unverstärkt. Was ich auch wichtig finde für das unmittelbare Erlebnis. Und was noch das Besondere ist, die Nähe zum Publikum. Man hat hier wirklich die Möglichkeit, jede Mimik des Sängers, seine Emotionen mitzuerleben. Und das ist eigentlich schön, dass es nicht aus Distanz ist, sondern man sieht in die Augen, man sieht ja die Seele eines Sängers oder der Figur. Und das ist wirklich ganz, ganz besonders hier. Von den Schlossfestspielen habe ich erfahren über eine Ausschreibung und ich habe gedacht, ich bewerbe mich einfach mal. Und als ich dann hier war, habe ich gesehen, wie schön das hier alles ist und habe mich direkt ein bisschen verliebt in den Ort, in das Schloss und
habe das große Glück, jetzt hier sein zu können. Und ja, zuvor war ich in Gelsenkirchen am Theater und in Hagen am Theater, habe so Projekte gemacht, Kinderoper. Und ja, das ist jetzt die erste große Partie so nach dem Studium und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich. Und dann gleich die Hauptrolle auch. Dann gleich die Hauptrolle, ja. Die Stadt ist toll, romantisch. Es gibt viele Gastronomien, die man guten Kuchen, guten Kaffee. Also ich kenne Bianca Rothe schon. Ich war letztes Jahr im Harz im Urlaub und habe dann zufällig das Prospekt entdeckt von den 19. Bianca Rothe Schlossfestspielen. Und da habe ich gedacht, nächstes Jahr musst du auch mal dort singen. Und dann habe ich mich beworben und jetzt bin ich hier. Es hat sich einen Ruf gemacht, dass vor allem junge Sänger halt ihr Handwerk hier ausprobieren können, große Partien ausprobieren können. Und der Ort hier ist ideal, so von der Größe her und ja, von der Atmosphäre. Es ist wirklich auch ein Ensemblegeist. Wir kommen aus sämtlichen Himmelsrichtungen, um hier innerhalb von kurzer Zeit, sagen wir mal so in 5 Wochen, eine Produktion zu erarbeiten. Und das ist auch, das macht unter anderem auch den Reiz und den Charme von den Schlossfestspielen aus. Es ist Wahnsinn. Also das ist ein großes Glück, dass ich das machen darf. Und dann ist die Partie auch noch sehr vielseitig. Die Kulisse, diese natürliche Kulisse des Schlosses, bietet sich wahnsinnig gut an und erleichtert das Spielen. Und es macht natürlich den Reiz aus. Was ganz anderes als in einem Theater zu spielen, sondern es ist wirklich Open Air und die Kulisse ist traumhaft schön. Genau. Natürlich, also haben wir auch Kulisse dabei, aber es ist hier ja kein Theaterraum, kein Guckkastenbühne, wie es normal im Theater ist. Also muss man versuchen, halt das Schloss mit zu integrieren in die Bühne. Wir müssen alles offen umbauen. Also es gibt halt nicht Vorhang zu, Vorhang auf, sondern es müssen offene Umbauten stattfinden. Und ich versuche das immer mit den Sängern, mit den Schauspielern, mit Statisten quasi zu handhaben. Die Symbiose, die Musik und Architektur eingehen, ist natürlich von ganz enormer Wichtigkeit. Und insbesondere im Sommer, wenn dann eben so eine Operninszenierung stattfindet, ist ja gleichzeitig so ein Gesamterlebnis vorhanden. Also die sämtliche Sinne sind im Grunde genommen angesprochen. Und das ist eigentlich etwas, was den Menschen überhaupt ausmacht, dass ja natürlich je mehr Sinne angesprochen sind, umso gewaltiger ist eigentlich auch das Erlebnis. Im Grunde genommen ist ja durch die Orgel in der Schlosskirche sowieso, in die Schlosskirche ist ja auch integraler Bestandteil. Da ist die Musik natürlich auch schon Bestandteil des Schlosses. Aber wenn man durch die Räume geht, stößt man ja immer wieder auch auf Musiksalons. Also dort stehende Flügel, wo eben tatsächlich auch eine Salonkultur existiert hat, schon im 18. und dann auch im 19. Jahrhundert, wo tatsächlich dann auch im Haus musiziert worden ist. Mit seinen verspielten Erkern und Türmchen ist Schloss Wernigerode ein Paradebeispiel des Historismus. Ursprünglich war es eine Burganlage um 1110 auf dem Sporn des Agnesberges errichtet. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es mehrmals umfassend umgebaut. Seine endgültige Gestalt erhielt es durch den Architekten Karl Frühling. Er baute es zu einem historistischen Repräsentationsschloss um. Heute widmet es sich in Ausstellungen gezielt der Kunst und Kultur des 19. Jahrhunderts. Phantom der Oper oder so könnte man mal machen. Aber wir wollen ganz bewusst zu dem Schloss, zu dem Rahmen doch erstmal im 19. Jahrhundert bleiben. Das ist auch so ein geheimer Deal zwischen Jöranik und Pfitzner, dass man sagt, wir bleiben in der Epoche, wo das Schloss seine Prägung erfahren hat, seine hauptsächliche, dem Neoklassizismus, also 19. Jahrhundert.
Sorgsame Regisseure, eine behutsame Crew, Rücksicht auf den musealen Betrieb des Schlosses. Soweit das Ideal. Doch nicht immer lief alles nach der Wunschvorstellung von Schlossherr Christian Juranek. Manches Mal hatten die Regisseure ganz eigene Pläne mit der Integration des Schlosses in ihre Inszenierung. Da blieben Konflikte nicht aus. Man muss das unterscheiden. Also ich fand inhaltlich sehr wohl, hat es mir zugesagt, Eugen Onegin. Aber trotzdem war das für mich eine der schwierigsten Opern überhaupt, weil der Regisseur die Idee hatte, unseren Innenhof zu verstellen. Die Idee war also, ein Bühnenbild aufzubauen. Das waren ungefähr fast 4 Meter hohe Bretterbühnen, die also rundherum gestellt worden sind und von denen aus man dann gesungen hat. Und das war zwar in sich geschlossen toll, aber das war nicht das, was wir eigentlich immer wollen, dass wir auf den Ort hin inszenieren, sondern der Ort war einfach nur verstellt. Und da waren unsere Gäste sauer, und weil sie das schöne Schloss eben nicht mehr gesehen haben. Und ich selber fand das auch nicht gerade so gut, dass man eben tatsächlich eben das Schloss zugestellt hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Da haben wir gelernt, wir müssen eben sehr genau, oder ich muss sehr genau darauf achten, auch was an Bühnenbild passiert. Als wir anfingen, waren wir noch ein bisschen so die wilden Jungen. Und bei seinem Vorgänger hatten wir auch, da war die Dankbarkeit groß, dass wir überhaupt im Schloss eben was bewegen, innerhalb des Museums. Und dann muss natürlich, da achtet er sehr drauf, eine gewisse Sensibilität für museale Betriebe geöffnet werden. Wir belegen ja auch mit den Darstellern immer wieder Räumlichkeiten des Schlosses. Und es war auch einmal bei der Tosca oder Onegin, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, es war, glaube ich, Tschaikowskis Eugen Onegin, da wurden Schuhe gefärbt und tropfte Farbe auf die Steinplatten im Innenhof. Da ging er natürlich senkrecht an die Decke. Das musste man dem Regisseur und dem Bühnenbildner erstmal klar machen, dass sie nicht im Theater sind, wo man einfach wie mit Handwerkern irgendwo hinter der Bühne Kulissen bearbeiten kann, sondern dass das eben ein Museumsbetrieb ist und so eine Steinplatte auch ihren historischen Wert hat. Nackte Haut, Krankheit, Wetterkapriolen, Dieven auf und hinter der Bühne. In 22 Jahren Festspielgeschichte gab es auch immer wieder skurrile Begebenheiten. So richtig total Verrücktes ist ja teilweise auch umgesetzt worden, wie zum Beispiel eben bei Orfeo et Eurydice, nicht? Wo eben tatsächlich ein Film gegen den Bergfried projiziert worden ist und dann eine prima Ballerina auf immerhin 15 Meter Höhe dann da oben solo getanzt hat, auf dem Gerüst. Also das war schon ziemlich irre. Verneint habe ich nichts. Wir haben über diesen nackten Mann, den es einmal in der Inszenierung gab, der war schneeweiß angemalt und hatte auch seinen obligatorischen Mini-Lendenschurz, der aber sehr mini war. Da haben wir sehr lange diskutiert, ob man das den Werniger Rödern antun kann, aber auch aus der Damenwelt, es kamen ganz positive, sehr, sehr positive Nachreaktionen auf diese Sache. Und es war überhaupt nicht anstößig. Der stand als stiller Beobachter wie eine griechische Statue immer dabei. Es ist natürlich immer so, dass gewechselt werden muss, weil es ist sicher, wie soll ich sagen, gut, dass immer wieder verschiedene Handschriften gezeigt werden, dass es nicht einfach immer aus dem gleichen Guss ist. Und daher weiß ich, dass natürlich immer wieder natürliche Wechsel passieren. Aber ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann wieder hierher zurückkommen werde. Karin Seinsche hat die verkaufte Braut und Martha bei den Schlossfestspielen auf die Bühne gebracht. Wie viele Regisseure vor ihr durfte auch sie 2 große Werke inszenieren. Doch nicht immer kam das Team so gut miteinander aus wie dieses Mal. Bei Hänsel und Gretel Kinderproduktion ist mein Regisseur abgereist, aber da waren wir alle froh. Ja, das war auch, kam auch das Gesangsteam hat einen Aufstand gemacht. Das ging jetzt nicht von mir aus, sondern da haben die Sänger plötzlich gesagt, nee, der war ein bisschen fu. Und dann haben sie gesagt, nee, also mit dem wollen wir das nicht zu Ende machen. Dann haben wir schnell eine Ersatzregisseurin geholt, die wir kannten und die das super zu Ende gebracht hat, diese Hänsel und Gretel Produktion. Dicke Regenwolken verheißen für eine Open-Air-Veranstaltung nichts Gutes. Immer wieder macht das Wetter dem Opernpublikum einen Strich durch die Rechnung. Eine sichere Vorhersage ist da Gold wert. Doch gibt es die überhaupt? Ein andermal
sollten die Schlossfestspiele mit der Wassermusik von Händel eröffnet werden. Und genau das ist auch ins Wasser gefallen. Die Terrasse war damals komplett neu, gerade gemacht und stand dann fast einen halben Meter unter Wasser. Früher hatten wir einen direkten Draht zum Brocken. Da haben wir mal auf Brocken angerufen, wie sieht's aus. Dann hatten wir noch Leipzig und Hamburg. Dann haben wir aber gemerkt, im Laufe der Jahre wurden die Wettervorhersagen immer unzuverlässiger. Das lag aber nicht am Wetterdienst, sondern am Wetter. Und das muss man den Leuten mal erklären, wenn Unwetterwarnung Hamburg herausgibt und sagt am Abend heftige Gewitter und Regenschau und man entscheidet sich um 17 Uhr, wir gehen aus Unwetterwarnungsgründen in den Marstall und dann ist wunderschöner milder Abend, das Gewitter zieht 20 Kilometer nördlich vorbei, Unwetterwarnung gar nichts, da kann man ganz, ganz, ganz böse Erlebnisse haben, die auch natürlich für die Gäste dann sehr enttäuschend sind. Ich bin der Einzige, der das entscheidet. Wenn ich falsch, ja, ich bin der Wetterfrosch, der einzige Wetterfrosch im Frack. Und wenn ich falsch entscheide, dann ärgern sich alle. Also wir Darsteller mindestens so wie das Publikum, weil für uns ist das Schloss natürlich auch immer das Happening. Was haben wir schon erlebt? Wir haben alles Mögliche schon erlebt. Ich erinnere mich unter anderem daran, zur Last Night war es so, dass innerhalb von wirklich zwei Tagen Christian Fitzner so krank wurde, dass er selbst als Dirigent ausfiel. Und da hat er dann aus Wien einen Dirigenten Ottmar Nager herangeholt. Und da war es auch so, dass die Band Persephone in der Last Night integriert gewesen ist und es aber überhaupt nicht klar war, wird es nun regnen oder nicht. Und wir standen alle im Innenhof und die Stühle waren alle noch nass. Und es war so, dass eben manche dann auch gleich dazu den Handtüchern griffen und dann das abwischten. Und keiner traute sich, die Entscheidung zu fällen, machen wir es nun hier oben im Schlossinnenhof oder wird jetzt abgebrochen, weil alles so furchtbar durchnässt war. Und da hatte ich dann die Entscheidung getroffen, wir bleiben jetzt hier. Und das war eigentlich eine der schönsten Last-Night-Veranstaltungen überhaupt. Auch nach 22 Jahren sind die Ideen für künftige Projekte noch nicht erschöpft. Ob Wagners Götterdämmerung allerdings die richtige Wahl für das kleine Kammerorchester und den intimen Schlossinnenhof ist, darüber können Christian Juranek und Christian Fitzner bisher nur spekulieren. Christian Fitzner redet ja immer davon, wenn wir dann den Ring des Nibelungen hier mal inszenieren und zum Schluss die Götterdämmerung kommt und das Schloss brennt, dann hat man die allerbeste Kulisse. Abgesehen davon seien ja Ruinen sowieso die besseren Besuchsobjekte. Ja, aber nein, also... Mit Herrn Juranek witzeln wir immer, mit dem Schlossherrn Dr. Juranek. So, wenn wir mal wirklich unsere letzte Oper da oben machen müssen, dann machen wir die Götterdämmerung von Wagner und spannen einen großen Regenbogen zum Brocken, damit die Götter dorthin wandeln und fackeln das Schloss natürlich als Walhall ab. Das ist ganz klar. Also da steht schon die Inszenierung ohne Regisseur. Ob neue Sitzkissen, Stühle, die Gagen für die Sänger, all das muss bezahlt werden. Ohne Sponsoren wären die Schlossfestspiele undenkbar. Treue Partner aus der Region unterstützen das Orchester schon seit vielen Jahren. Die Verantwortung teilt sich wie auf dem Schiff auf verschiedene Köpfe. Die Initiative, das Sponsoring sammeln, die Werbung, die finanzielle Verantwortung und die Verträge, das machen wir vom Kammerorchester, auch die inhaltliche Gestaltung. Hat sich aber in den Jahren, wo Dr. Juranek da war, insofern verändert, als dass wir auch versucht haben, thematisch darauf einzugehen, was er macht. Wir haben zum Teil versucht, einen übergeordneten Gesamtbegriff für die Schlossfestspiele und seine Ausstellungen zum Teil zu finden. Das ist quasi ein Jahresmotto für den Sommer. Das ist aber für das Publikum nicht entscheidend. Was für Menschen kommen hier so zu den Schlossfestspielen? Woher kommen die? Also das ist höchst unterschiedlich. Es kommen sehr viele Liebhaber aus Wernigerode und Umgebung. Aber es gibt eben auch sehr viele aus der weiteren Umgebung. Also es ist ganz wichtig Braunschweig, Wolfenbüttel, aber auch Magdeburg. Es gibt aber auch Liebhaber von weit her. Wir hatten in ein paar Jahren sogar ein Reiseunternehmen aus Belgien, das also speziell zu den Schlossfestspielen gekommen ist. Aus der Schweiz gibt es ein paar Liebhaber, die regelmäßig kommen. Also das hat sich schon relativ gut etabliert. Die Schlossfestspiele bedeuten sehr viel für das Kammerorchester. Das war mir aber bei der Entstehung und bei der Idee der Schlossfestspiele nicht bewusst.
Das Orchester war damals, als ich einstieg, in einer ganz schwierigen Situation, weil es doch heftige Diskussionen um die Existenz des Orchesters gab. Und es gab auch etliche Skandale und Querelen innerhalb des Orchesters. Und da kam aber dann Ruhe rein. Und die Schlossfestspiele entwickelten sich zu einem Baustein und zu einem echten fundamentalen Existenzbaustein des Orchesters. Das war mir bei der Gründung wirklich nicht bewusst. Wir hatten Gott sei Dank gleich einige regionale Sponsoren und Unterstützer. Und ja, die Leute haben es sehr gut angenommen, dass wir im Schloss Innenhof die Operproduktion hatten. Schlossfestspielen? Ich glaube nicht, dass sich das jetzt in Zahlen über den Tourismus irgendwie definieren lässt. Den Anspruch habe ich gar nicht. Es definiert sich in dem, so wie andere ihre Häuser oder Gärten dekorieren. Wir sind ein kultureller Baustein neben Rundfunk, Jugendchor, Kantorei, Brahmschorfest. Alles, was es hier gibt an kulturellen Schaffenden, Kreismusikschule, mit der wir kooperieren und vielen anderen mehr. Ich glaube, für eine gesunde Region, gesunde Stadt gehört nicht nur das, dass man immer die Maximalvoraussetzungen der Weltrekorde schafft und andere übertrumpft, sondern dass es eine bunte Mischung ist. Und diese bunte Mischung ist auch das, was die Touristen oder auch die Einheimischen dann eigentlich als lebenswert empfinden. So einfach eine gesunde Infrastruktur. Deshalb ist auch gut, dass Wernigerode diesen Mittelstand hat, der uns unterstützt und auch die großen Firmen, die da sind und uns zum Teil unterstützen. Und es kommt einfach auf die Gemengelage an. Und das ist hier sehr schön. Natur, Kultur, Geschichte, es ist alles da in Wernigerode. Nicht im großstädtischen Sinne, aber in einem sehr guten Mix. Für das Image auch der einzelnen Institution, also für das Kammerorchester, ist es ganz wichtig, dass eben damit gezeigt wird, kann das überhaupt leisten, das Kammerorchester. Aber auch für uns als Schloss ist es eben ganz wichtig zu zeigen, dass wir eben tatsächlich ein Kulturort sind und zwar nicht irgendein beliebiger, sondern ein Kulturort allerersten Ranges. Und darum sind solche Veranstaltungen wie die Schlossfestspiele eben von bedeutender Tragweite. Der Ausblick der Schlossfestspiele. Ja, wir hoffen, dass wir in der Lage sind, die nächsten Jahre weiterhin mit Hilfe der vielen Sponsoren die Schlossfestspiele so aufrechtzuerhalten. Es gibt immer mehr regionale und überregionale Konkurrenzveranstaltungen. Das ist gut so. Ich will das gar nicht negativ bewerten, aber als wir anfingen, waren wir ziemlich alleine und so ein bisschen Vorreiterrolle schon, was Open Air betraf. Und wir möchten uns auch dem jüngeren Publikum ein bisschen öffnen. Das versuchen wir mit manchem Crossover und innerhalb der Schlossfestspiele natürlich. Und wir versuchen auch jugendlich zu bleiben, was die Inszenierungen betrifft. Wir wollen einfach mal schauen, wie wir das umgestalten. Ich selber bin auch ein bisschen nachdenklich geworden. Ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr in die Alternativen, in die Ecken gehen der Literatur, auch der Opernliteratur, aber leider die Wernigerode oder das Publikum kommt halt dann doch zu den Klassikern, sodass es am Schluss dann wieder die Carmen sein wird oder andere populäre Opern, die einfach wunderschön sind und die auch uns große Freude bereiten. Aber da der Rahmen sehr klein ist und von der Resonanz der Region lebt, werden wir sehr wohl darauf achten, dass wir den Kontakt zum Publikum halten.
Es hat eben etwas Unmittelbares, nicht? Unter dem Sternenhimmel zu sitzen und eben tatsächlich Musik zu hören und gleichzeitig eben ja, in der Natur und in der Kultur gleichzeitig zu sein, das ist eben schon ziemlich unglaublich. Ja.